Forme die quadratische Gleichung von der allgemeinen Form in die Scheitelform um. Y ist gleich minus 0,5x² minus 4x minus 10. Wir sollen also diese Gleichung hier in die Scheitelform umformen. Die Scheitelform finden wir in der Formelsammlung auf Seite 7 und sie lautet y ist gleich a mal Klammer auf x minus die x-Koordinate des Scheitelpunkts zum Quadrat plus die y-Koordinate des Scheitelpunkts. Und um so eine Gleichung in die Scheitelform zu bringen, ist es am einfachsten, indem wir den Scheitelpunkt berechnen. Da finden wir ebenfalls in der Formelsammlung auf der gleichen Seite die Formeln, wie wir die Koordinaten berechnen können. Zum Beispiel die x-Koordinate des Scheitelpunktes lässt sich berechnen über minus b durch 2 mal a. Und die y-Koordinate des Scheitelpunkts lässt sich berechnen über c minus b² geteilt durch 4a. So, jetzt müssen wir noch herausfinden, was a, b und c ist. Dann können wir ganz einfach, indem wir hier zum Beispiel die allgemeine Form einmal drunter schreiben. Und dann sehen wir recht schnell, dass a entspricht den minus 0,5, dass b entspricht dem Zahlfaktor von x, also der minus 4, und c ist die Zahl ohne Variable, also die minus 10. Alles, was wir jetzt machen müssen, sind diese drei Zahlen einfach hier in die Formeln einsetzen. Also xs ist gleich minus, so, oben im Zähler steht b, b war die minus 4, geteilt durch 2 mal minus 0,5. Das rechnen wir jetzt aus. 2 mal minus 0,5 sind minus 1. Sehr viele Minuszeichen. Diese zwei Minuszeichen kürzen sich weg. Also bleibt noch übrig minus 4 Eintel. Und 4 Eintel ist nichts anderes als 4. Also die x-Koordinate ist minus 4. Machen wir das gleiche mit der y-Koordinate. Für c setzen wir minus 10 ein. Minus, wieder ein Bruch, b Quadrat, b war minus 4, also minus 4 zum Quadrat, geteilt durch 4 mal minus 0,5. Das vereinfachen wir jetzt auch wieder. Minus 10 minus Bruchstrich minus 4 zum Quadrat ist 16 und 4 mal minus 0,5 ist minus 2. So, vereinfachen wir jetzt den Bruch. 16 geteilt durch minus 2 plus geteilt durch minus ist was Negatives. 16 durch 2 sind 8, also wäre das Ergebnis minus 8. Jetzt haben wir hier vorne nochmal ein Minus stehen. Minus, schreibe ich es auf, minus minus 8. Das ist gleich minus 10 plus 8. Und das sind also minus 2. Also haben wir für xs gleich minus 4. Und für ys haben wir minus 2. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist, diese beiden Koordinaten in die Scheitelform einsetzen. In die Scheitelform. Y ist gleich. So, den Faktor a, den müssen wir noch speziell suchen. Schauen wir einfach in unsere gegebene Formel. Da haben wir ja schon stehen, a ist gleich minus 0,5. Das können wir einfach übernehmen. Klammer auf, x minus, jetzt kommt xs, das ist minus 4 zum Quadrat. Und plus ys war minus 2. Nochmal vereinfachen. Minus 0,5 mal Klammer auf. X minus, minus 4 sind plus 4 zum Quadrat. Und plus minus 2 sind
minus 2. Und damit haben wir die Scheitelform gegeben.